Ja, willkommen zurück zu Sikari Remastered, ein SMW-Hack von Eevee, und es geht jetzt hier weiter, im ersten Schloss hier. Da, Chapter 1, 6, Jerry the Jester. Oh, yeah! Ah, die Musik aus Castlevania! Das ist diese, ja, Uhrturm-Musik. Also die gibt es jetzt in Castlevania, in Super Castlevania 4 und ich glaube auch in anderen Castlevania. Ne, beim ersten Teil gab's die kam, glaube ich, in Castlevania 3 zum ersten Mal vor, weiß ich jetzt aber gar nicht. Doch, komm, das habe ich hier gar nicht gesehen. Ah, Grinder, warum? Wieso fährt der Grinder plötzlich so seltsam da über die, über den Boden? Das ist seltsam gemacht, dieser Grinder. Ist Mario im Hintergrund da? Ist das Mario-Statuen? Sieht so ein bisschen so aus, so. Na, da kommt Mario ja doch in diesem Heck vor. Ist doch bestimmt irgendwas, oder? Warum sollte... Oder ist es nur wegen der... damit hier dieser Grinder da runterfahren kann. Ach. Das ist doch zum Kotzen! Oh nein, diese Mistviecher auch noch hier. Okay, das ist, denke ich mal, nicht so schlimm hier. Die Podobus sind aber auch seltsam. Mal kommen die denn rausgeschossen, mal nicht. Wie in SMB1 hier schon. Ah ne, der gut, trifft mich hier nicht, wenn ich hier warte. Schnell durch hier. Okay. Na gut. Herzlich mit der noch Spaß. Ich will mit ihr hier weiter. Weil so Spin-Jumps und sowas sind hier wirklich. Ja. Denke ich mal ganz gut. Zum Beispiel jetzt auf diesen Grindern oder auf diesen Viechern hier. Sollte ich jetzt da wieder zurückgehen wollen? Hier. Ach so, um einen One-Up zu bekommen. Okay. Gott. Ach so. Sah ich so seltsam aus. Oh. Okay, ich habe alle Diamanten hier gefunden in diesem Level. Müsste der Boss ja auch bald kommen hier, ne? Falls es überhaupt einen Boss gibt. Ich denke mal schon. Ja. Es gibt ja hier... Dieses Level hat ja diesen Namen hier. Den ich übrigens hier wieder vergessen habe. Aber werden wir gleich sehen, denke ich mal. Und das bestimmt hier... da geht es bestimmt zum Boss hier, oder? Oh, das wäre mies, wenn der jetzt seine Stacheln rausgefahren hätte. So. Boss-Time. Jerry, genau, Jerry the Jester. Okay, Jerry, are you gonna surrender or do we have to do this the hard way? Willst du auf die Hard Tour? Hehehe, who doesn't love a challenge? Ja, genau, ich mag auch gerne Challenges. After your death, I'll juggle your organs. Ja, als ob. Ich gehe durch hier. Hä, ich sehe nichts. Das ist doch die Lufia-Boss-Musik hier. Und bin ich sicher, wenn ich hier drunter stehe. Da kann er mich mit seinen Bomben nicht treffen. Dumm nur, wenn da gerade eine Bombe explodierte. Der übertreibt. Das war's schon? Okay. Oh, die Musik ist aus Yoshi's Island, wenn man eine Welt geschafft hat. Genial, die Lufia-Boss-Musik da eben. So. Das hört sich irgendwie wie Pokémon an hier. Irgendwie so Pokémon,
Ja, Wandermusik. Es ist tatsächlich auch, ne? Oder? Das ist tatsächlich Pokémon. Das hört sich... Das ist wirklich diese Melodie auch. Ah! Okay, ja. Aber wir haben ja noch nicht es komplett geschafft jetzt hier, ne? Da fehlt ja noch dieses eine Secret Exit. Den Schlüssel habe ich ja gesehen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist die Frage. Wie gesagt, wir haben ja noch keinen Schalterpalast gefunden. Vielleicht... Ja, vielleicht ist das, führt das ja zu einem Schalterpalast. Da kann ja auch gut sein wiederum. Komm, wir machen hier das erste Level. Chapter 2-1. Winter Valley. Ach, jetzt wird's eisig hier, oder? Ah, wir sind tatsächlich in der Schnee- und Eiswelt. Die Musik ist aus Mega Man 7. Freeze Man Stage. Übrigens, Mega Man 7 hätte ich auch mal Lust, ja, als Projekt zu machen. Und da es eine Mega Man Musik ist, wollen wir hier auch die Mega Man Frau haben hier. Ja, bloß her mit dem Herz, danke. Sag mal, die kommen echt häufig vor, diese Kick Koopas, ne? Richtig häufig. Kann ich durch Wände schießen, oder was? Hä, konnte sie das nicht am Anfang? Vielleicht nur... Warte mal. Am Anfang konnte sie doch durchschießen, oder... War das jetzt ein anderes Spiel? Ich muss jetzt hier die andere sein, damit ich da per Spin Jump hier diese Blöcke kaputt machen kann. Aber es das heißt ja nicht, dass ich jetzt hier wieder zurückgehen kann, um die hier zu haben. Wie gesagt, es ist Mega Man Musik und da wollen wir auch eine Mega Man. Ja, Mega Man Charakter. Also, Mega Man ähnlichen Charakter. Oh, das rutscht ja hier richtig. Raum hier. Hui. Oh, das ist aber jetzt auch mies. Ach, sind wieder diese Gegner, die man nicht abschießen kann hier. Was ist das da unten? Das ist so ein Fragezeichen da unten. Warte mal, ist das jetzt so eine Art... Ja, das ist auch hier wieder so ein P-Switch, ne? Oder wird durch den P-Switch, werden da diese Blöcke ausgefüllt? War das nicht in einem Level? Da kam das doch vor, ne? Muss man P-Switch haben oder wie? Werden wir gleich sehen. Ja. Natürlich ist das mit dem P-Switch. Da werden diese Blöcke, hier seht ihr da oben, diese ausgefüllten Blöcke, die werden. Kann man das hier so machen wie in anderen Hacks, dass man hier mit klettern kann? Ja. Aber klettern ist hier, denkt man, Wieso kann sie... Wie soll ich denn da... Warte mal, das ist irgendwie seltsam jetzt gemacht hier. So. Was ist das denn da für ein Item? Wie genial! Das ist ja genial! Wie hier, das ist hier so ein Waschbär. Das war ja kurz Vergnügen. Aber okay, wir kriegen ja hier die Energie wieder. Ein Waschbär-Kostüm hier. In Super Mario Bros. 3. Da gab es ja einmal Waschbär. Durch ein Blatt bekommen hat und ein Tanuki. Das ist nicht dasselbe, Leute. Tanuki, es ist... Also ein Waschbär ist nicht ein Tanuki. Tanuki ist ein ganz anderes Tier. Ist kein Waschbär. Das haben immer, denken immer viele Leute, aber es stimmt nicht. Okay, das sind... Ja, hier kann ich durch die Blöcke durch... Durch diese, ja, Plattform durchspringen. Das ist ein Wiggler, ne? So einen Wiggler darstellen. Oder was heißt darstellen? So was anderes darstellen, aber es ist eigentlich ein Wiggler. So. Ah, Checkpoint. Sehr schön.
Aber dann hat das ja, haben diese Blöcke ja tatsächlich nichts mit, irgendwie mit Peace, ja, also Schalterpalast oder was zu tun, sondern mit Peace-Switches. Das heißt, es muss in dem einen Level, also in diesem einen Level, in dem mir noch das Secret Exit fehlt, muss es irgendwo einen Peace-Switch geben. Ich behalte hier meinen schönen Waschbär. Mein schönes Waschbär-Kostüm hier. Kann man diese Wiggler hier auch damit? Weil Waschbär... Gut. Es ist hier in diesem Fall ist ein Waschbär, aber... An sich ist es ja eigentlich hier, hört man ja auch so am Sound hier so, ne? Und ich denke mal, nee, okay, das ist doch nicht wie ein Cape. Das soll doch dieser Waschbär-Anzug sein. Ah, gut, haben wir auch mit eingebaut. Weil, ich habe das immer ausprobiert, Spinjump. Nee, sie kann ja auch keinen Spinjump machen. Das müsste ich mit der anderen ausprobieren. Hä? Ja. Da hat man ein Problem, wenn man die andere nicht hat hier mit diesen scheiß Disco-Shirts. Wenn sie die wenigstens abschießen könnte, wäre das ja fair, aber das... Sehr schön. Weg mit dem Dreck. Ja. Was ist man hier nach unten bestimmt, ne? Geht's weiter? Eishöhle. Ah, die kann überhaupt keine Gegner abschießen. Nur irgendwie die Hälfte aller Gegner kann sie abschießen. Das bringt mir überhaupt nichts. Die andere ist besser. Allein schon, weil sie den Spinjump kann. Ja, aber hier hat man ja auch keinen P-Switch. Oder ist das... Sind das andere Blöcke jetzt? Also andere Blöcke. Ist irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie seltsam. Weil hier hat man ja keinen P-Switch. Wie hätte einem das was bringen sollen da? Gut, man hätte den P-Switch bis hierher mitnehmen können. Ah, nee. Geht ja nicht. Wenn man ein Gebiet verlässt, dann nimmt man den nicht mit. Haben wir ja auch gehabt mit diesem Trampolin in dem... diesen VVV-VVV-Level, falls ihr euch an den letzten Part erinnert. Oh Gott, das ist ja jetzt übel hier. Diese Klettermechanik. Übrigens ist die Super Mario World Klettermechanik die zweitschlimmste Klettermechanik in Mario-Spielen. Ja. Die schlimmste ist die aus... Ja, Super Mario Bros. 2. Also das, was wir in Europa als Super Mario Bros. Jetzt muss ich den ganzen Abfuck hier nochmal machen. Man kann auch nicht tauschen. Das finde ich so kacke. Wenn man sollte wenigstens nach dem Checkpoint tauschen können. Die ist hier ungeeignet, finde ich persönlich jetzt. Hier für's, obwohl es ein, ja, mit einer Mega Man Musik hier aufwartet, aber irgendwie ist sie unpassend. Diese Disco-Shirts. Da kann sie gar nichts gegen machen. Na toll, jetzt habe ich den... Ah, scheiße, jetzt kommt wieder die Disco-Shirt. Kann ich das hier... Ne, noch nicht mal hiermit kann ich die... So, weg mit dem Mist. Und hier nehme ich vorsichtshalber mit. Da kommt ja wieder eine Disco-Shirt hier, ne? Ja, ich wusste ja. Mann, sieht die Gegner so... Nicht... Ja, natürlich. Und sie kann nichts gegen machen. Sag mal, wurde es auch mit ihr getestet hier, dieses Level? Bomben wieder. Ja, dann explodiert doch. Meine Fresse. So. Also ich muss sagen, die Stelle da mit den Leitern ist dieser übel, dieser total Kacke. Vor allem, weil... Weil man da auch nicht, durchgängig durchklettern kann, weil diese... Wenn die Leitern irgendwie da beschmutzt sind, dann kann man ja nichts machen. Das ist doch dumm. So, die... Oh, ich hasse es einfach nur. Also die Stelle ist Ja, die Stelle ist Schrott. Die Stelle ist einfach nur Schrott, weil die Klettermechanik in SMW einfach nur Grotz ist. Die erste Stelle, von der ich jetzt sagen muss, die ist schlecht designt. Also richtig schlecht designt. Wobei es mit den Disco Coopers auch dumm ist. Wenn man jetzt sie hat hier, man hat die ganze Zeit nicht die Möglichkeit, sich zu verwandeln.
zurückzuverwandeln in Zikari. Warum nutze ich das eigentlich nicht hier? Die ganze Zeit schon machen können, ne? Gib mir das auf den Keks hier, dieser Blödsinn da. So, jetzt bin ich sie hier. Also hier, jetzt habe ich diesen Tanuki hier. Tanuki sag ich jetzt schon selber, Tanuki. Den Waschbärenanzug mitgenommen. Mann, nerven diese Mistviecher. Ja, die Bocken können mich mal am Arsch lecken. So. Die hält sich nicht fest an diese scheiß Drecksleiter. Wieso? Das ist so mistig gemacht. Mann. Diese scheiß Leitern. Ich hasse die Klettermechaniken in SMW. Das ist dumm. Der Charakter hält sich nicht immer fest. Und oh meine Fresse, muss ich warten, bis dieses Dreckstück hier weg ist. Hier, es kotzt mich einfach nur an hier. Diese nervigen Gegner. Ständig eiern die da überall rum. Also ich muss sagen, bisher hat mir der Heck ja sehr gefallen. Aber die Stelle da mit diesen... Mit diesen Leitern, das ist einfach nur behindert. Das ist einfach nur Rotz. Das macht keinen Spaß, so zu spielen. Wenn da so ein dummer Pisskram vorkommt. Vor allem, man sieht die auch kaum was. Warum ist in einer Höhle Schneesturm? Und warum sind die Leitern... Warum, das ist zu kotzen! Warum geht die wieder nach oben? Wenn es hier nicht so glatt wäre, das ist ja gerade das, was es so elendig macht. Hinkriegen. Ach, ich habe die Scheißstelle auch mal geschafft. Die will ich nie wieder machen. Los, Ziel jetzt hier. Eine Rotzgegner, die einen immer annerven hier. Bloß nicht mal irgendwelche Koopas einbringen, die... Oh my goodness. Ja, nehme ich sogar gerne als Ersatzgegenstand. Heieiei, also muss ich sagen, das Level war ja richtig Rotz. Zum Teil, also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir nicht gefallen. Jedenfalls jetzt die Stelle mit der Leiter nicht. So, jetzt gucke ich nochmal bei dem anderen Level da, wo mir das Secret Exit fehlt. Und dann beenden wir auch diesen Part hier. Ja, jetzt habe ich ja hier Waschbären. Den Waschbären, vielleicht kann man damit vielleicht ja, was machen. Warum ist überhaupt da oben ein Gegner? So, damit die mir auf die Nerven gehen, ne? Ja, so, ja, hier, das stimmt, das ist ja diese Stelle. Man muss ja hier oben weiter, weil da diese eine Säule im Weg ist. Da frage ich mich doch. Hm.
da frag ich mich doch, ja, wie man das machen soll. So, sie kann jetzt hier durch. Ja, was hat... Ja, ausnahmsweise möchte ich, oh, komm. So. Ausnahmsweise möchte ich, das Herz nicht haben. Da geht's ja in den Abgrund, ne? Oder? Ich will's nicht austesten. Mann, diese verdammten Chucks! Geht mir doch nicht auf die Klötze hier! Alter, wie dumm ist denn das designt? Hm. Da steht übrigens Nova hier, ne? Wie haben Sie sich das bitte vorgestellt, die Entwickler? Natürlich springst du nicht drauf, wenn es immer, wenn es hart auf hart kommt, dann zieht sie den Schwanz ein, den sie. Man kann nur einmal. Das ist ja dumm gemacht. Man kann nur einmal einen Walljump machen. Ganz ehrlich. Hä? Jetzt da unten Wasser. War es vorher auch so? Wenn ich da jetzt hinspringe, komme ich da nicht wieder hinten. Aha. Da oben ist auch eine Tür. Wie soll das denn bitte gehen? Den einem besiegt. Warte mal. Warum kamen die hier diese Shell nicht wieder? Ich muss einen Shell-Jump machen hier. Das könnt ihr vergessen. Warte mal, kann ich die... Ja. Aber du nervst mal nicht rum hier. So, du kommst mal mit hier. Kommt doch noch nicht mal mit hier. Komm noch mit hier, Honk. Du musst doch irgendwie hinkommen, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Wenn er hinkommt. Cengiz, du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt schon möglich ist. Also muss man nicht schreiben, wie das möglich ist, aber ob das jetzt schon möglich ist. Kann ich jetzt schon da in, ja, die Secret Exit erreichen? Also das kannst du mir gerne mal schreiben in die Kommentare. Ist das jetzt schon möglich oder noch nicht? So, ja, dann geht's im nächsten Part... The Rainbow in Rainbow Palace. Das ist auch wieder ein Secret Exit, wie es so scheint. Okay, sehen wir uns dann wieder in diesem Level. Bis dann und tschüss.